Ja, nach dem Feiertagsgesetz für Nordrhein-Westfalen ist nach Paragraph 7 am Grünen Donnerstag ab 18 Uhr öffentlicher Tanz verboten. Am Karfreitag selbst alle Tanz- oder ähnlichen Veranstaltungen mit musikalischen Darbietungen sind da ebenfalls nicht erlaubt. Also Ruhe bitte. Das ist eine gute Regelung. Man muss ein bisschen Respekt haben von der Kirche, von Gott, vor alle. Da muss das normal weiterlaufen. Ohne Tanz, ohne nichts. Leute sollen beten, nicht randalieren. Also heute keine Party, heute sollen sie beten. Keine Party, kein Trinken, nichts. Normales Leben. Michael Schlechwitz, Gaststätte Baumhof in Gummersbach. Befragung zum Lärm- oder Musikveranstaltungen zu Ostern. Leute, die bewusst Ostern feiern, werden um die Uhrzeit nicht mehr in einer Gaststätte sein. Und deswegen finde ich, dass das Tanz- und Lärmverbot einfach für alle, für die Allgemeinheit nicht mehr gelten sollte. Weil viele Leute feiern Ostern bewusst in den nächsten Tagen und nicht an dem Donnerstag vor Karfreitag. Deswegen meine ich einfach, man sollte die Freiheit haben, für jeden das mit dem Osterfest umzugehen, wie sie möchten. Die Unterstange vom Grammophon. Wir haben zwar kein Tanzhaus, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass diese Regelung, die mit dem Tanzverbot zusammenhängt am Karfreitag, völlig überholt ist. Es wäre schön, wenn man sich da mal Gedanken drüber machen würde und dieses Gesetz endlich mal kippt. Dankeschön.